Lieber Joko, lieber Klaas, ich mag ja gerne sehr naheliegende Dinge. In den Urlaub fahre ich am liebsten ganz nah in meine Nachbarstadt. Und das Gute liegt ja auch oft ganz nah. Deswegen punktet ihr in meinem nächsten Spiel auch nur, wenn ihr besonders nah dran seid. Steven erklärt euch das jetzt nochmal. Wie könnte es anders sein? Näher. Viel Spaß. Extrem schlau und unglaublich nah. Vielen herzlichen Dank an Vivi. Extrem schlau und unglaublich nah, die perfekte Beschreibung für uns drei gerade. Ja. 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 Es geht um ein Quiz. Ihr habt darauf gewartet, dass ich noch was Böses sage, aber es war ehrlich gesagt total nett gemeint. Es geht um ein Quiz. Ich hab dich auch lieb. Ich dich auch. Aus fünf Dingen oder Ereignissen geht es darum, immer die beiden zu benennen, die am dichtesten beieinander liegen. Fünf Runden hat ProSieben sich ausgesagt, drei davon müsst ihr schaffen. Und wir starten direkt mit Runde 1, um das besser zu erklären. Da geht es um Zeit. Folgende Ereignisse stehen zur Debatte. Mammuts leben in Sibirien. Das Raumschiff Voyager nimmt seinen Dienst auf. Die Pyramiden von Gizeh werden gebaut. Netflix geht als Streamingdienst an den Start. Und der Stegosaurus grast in Europa. Also, welche zwei Ereignisse liegen zeitmäßig gesehen am dichtesten beieinander? Also verstanden? Bei den Dinosauriern vertut man sich. Okay, dann ist es... Die da, die waren ganz zum Schluss da. Da konnte man den Kometen schon sehen. Wenn ihr es wisst, stellt ihr euch dann einfach auf die beiden Felder, von denen ihr der Meinung seid, die liegen am dichtesten beieinander. Könnt aber noch ein bisschen... Ne? Also Stegosaurus, Netflix an Start, Pyramiden von Gizeh werden gebaut, Voyager fliegt los, Mammut. Dann ist es das hier, Netflix und Voyager, dann sind das Finden, weil man bei den Mammuts und dem Stegosaurus, so wie ich gerade sofort sagen würde, die beiden, aber Netflix ist was? 20 Wahrscheinlich Jahre. Ist es noch anders. Ja, überleg, also das Raumschiff Voyager. Ja, aber Voyager, das ist ja, klar, 80er. Ja, das ist ein 80er. Ja, die zwei so, und ja. Netflix ist, Anfang, ja, ja, ist ja klar, Ende ja, 90er, Anfang 2000er. Ja, das Raumschiff beiden. Voyager nimmt seinen Dienst auf. Ja, das ist so. Oder? Nee, warte mal ganz kurz. Weil die Voyager, hier zusammen die Voyager ist doch irgendwie auch 2000 oder 3000, Logbuch 3400. Wir schreiben das Jahr 3400. Moment, ich verwechsel das gerade mit der Challenger. Ja, ich auch. Also, nee, ich nicht, aber... Challenger aber, ja, das war die, und die Voyager ist hier Star Trek. Ach, ich habe gerade gedacht, das ist eine echte. Ich dachte, das ist die in die Luft. Nee, aber dann ist trotzdem die Frage, dann sind es wahrscheinlich die Pyramiden von Gizeh und Netflix. Also, der Bau der Pyramiden von Gizeh und Netflix liegen am nächsten... Die Pyramiden von Gizeh treten ihren Dienst an. Okay. Und Netflix... werden in weltwunderischer Tätigkeit zusammengeschraubt. Genau. Von gut, also. Kindern. Wir lösen auf und schauen uns das mal an. Hä? Also falsch. Ich kläre euch kurz auf. Es geht um den... Dienst der Voyager und der fand im Jahr oder findet im Jahr 2371 erst statt. Die Pyramiden von Gizeh wurden 2620 bis 2500 vor Christus gebaut und die Mammuts lebten bis 2000 vor Christus. Also liegen die am nächsten beieinander. Netflix wurde hingegen 2007 gegründet und der Stegosaurus, das liegt 157 Millionen Jahre zurück. Ja. Gut, kommen wir zur Runde Nummer 2. Die Frage lautet, welche beiden folgenden Länder haben die wenigsten Länder zwischen sich auf dem Landweg? Zur Auswahl stehen Finnland, Spanien, Nordkorea, Bangladesch und Armenien. Geht auch hier wieder auf die entsprechenden Spanien und Felder. Finnland ist gar nicht schlecht. Weil da sind es eigentlich nur drei. Also guck mal, also Frankreich, Deutschland, auf dem, Dänemark, ja, Schweden, auf dem Finnland. Landweg müsstest du schon dann... 4, 5. Nee, mehr. Doch, nee, wieso? Ja, weil du müsstest dann, ja, du kommst ja auf dem Landweg. Norwegen und dann? Kommst du nicht, ist ja kein Landweg. Du müsstest ja mit der Fähre fahren. Wahrscheinlich ist das sowas wie Bangladesch und... Aber Nordkorea ist ja auch... Ah nee, Nordkorea und Bangladesch könnte sogar sehr gut sein.
Also wie viel? Weiß ich nicht. Und Armenien und Spanien, wie viel ist das? Ist ja nicht so viel dazwischen. Also, welche zwei Länder liegen landesanzahlmäßig am dichtesten beieinander? Also mein Gefühl sagt mir Nordkorea, Bangladesch, aber wenn du dir sicherer bist bei Finnland, Spanien, weil ich nur ein Gefühl habe. Mach dieses Geräusch nicht. Entschuldigung. Das ist okay. Das ist cool. Das ist ein cooles Geräusch. Das kannst cool. du oft okay. machen. Ich würde sagen Nordkorea, Bangladesch, komm. Beim ersten Mal lagen wir schon falsch. Was soll's? Also ihr legt euch fest auf Nordkorea und Bangladesch? Ja. Okay. Versuch irgendwas auf seinen Augen zu lesen, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Er kann seine Augen richtig totstellen. Ah, komm bitte. Okay, wir gucken, ob das stimmt. What? Ja, Nordkorea und durch Russland, ja. Finnland. Wir zeigen euch das nochmal auf der Weltkarte. Nein, ihr wart klar, so gut. Logisch. Schaut es euch ganz kurz mal an. Nein. Du gehst einmal komplett durch Russland und dann bist du da. Ist ja eigentlich. Oh, ist das dumm. Ja, kommt man nicht. Das ist dumm überhaupt nicht. Also es ist einfach nee, von uns schwierig. Ist dumm. Wir kommen zu Runde 3 und die müsst ihr auf jeden Fall schon mal richtig lösen. Frage lautet, welche Gebäude liegen von ihrer Bauhöhe betrachtet am dichtesten beieinander? Zur Auswahl stehen Sydney Opera, der Kölner Dom, der Eiffelturm, die Freiheitsstatue und Burj Khalifa. Also Burj Khalifa ist riesig. Ich glaube, also Burj Khalifa ist über 800 Meter hoch. Das ja, ist, irgendwie das 700 noch was. Ein Eiffelturm wahrscheinlich irgendwas 300 noch was oder 280. Kölner Dom, Sydney Opera. Wenn man jetzt logisch daran geht und sagt, guck mal, das ist ein Opernhaus. Das wird ja 100% unter 100 Meter gebaut sein. Was eine Chance noch nie. Ich habe mal ganz betrunken auf dem Roncalli-Platz gelegen. Und da kam mir der Kölner Dom wahnsinnig hoch vor. Vom Gefühl her. Die zwei. Also ihr sagt Sydney Opera und Freiheitsstatue. Ja. Also ich kann euch jetzt schon mal im Vorwege Folgendes sagen. Das loggen wir jetzt ein. Burj Khalifa, höchstes Gebäude der Welt, 829,8 Meter. Das hast du gesagt, ja. Das Opernhaus in Sydney ist aus diesen fünf das kleinste. Ja, ich mit 67 Meter. Ja. Jetzt ist die Frage, was kommt danach? Kölner Dom, ihr habt gesagt, Eiffelturm ist zu hoch. Freiheitsstatue, du sagst richtig? Hundertprozentig? Ja, glaube ich auch. Ihr müsst richtig liegen, damit wir weiterspielen. Okay. Das nicht. Wir schauen mal, ob das stimmt. Ja! Also komplett richtig, ne? 330. Aha. Eiffelturm. 157,2. Der Fernsehturm in Berlin, 180. Nee, auch. Der auch höher, ne? Ja, der ist irgendwas auch richtig 150. Also Unterschied auf jeden Fall um die 25,99 Meter. Super. Nächste Runde. Die Anzahl der Zähne welcher beiden Tiere liegt am dichtesten beieinander. Zur Auswahl stehen Krokodil, Faultier, Frettchen, Maus und Ameisenbär. Also die Anzahl der Zähne welcher beiden Tiere liegt am dichtesten beieinander. Der Ameisenbär, der hat doch bloß so einen Rüssel, womit er die alle einsaugt. Der braucht ja gar keine Zähne für seine Ameisen da, oder? Ja. Oder? Jetzt ernsthaft mal. Ich glaube, der hat gar nicht, also wenn der wirklich seine Ameisen da aus dem Boden zieht. Also er wird nicht so viele Zähne haben wie ein Krokodil. In der Natur hat niemand so aus Quatsch irgendwas. Nee, genau. Und der braucht jetzt für seine, also für sein Essen braucht er keine Zähne, kriegt er keine vom lieben Gott. Die Maus ist eher so ein kleiner Nager, ne? Eine kleine Maus. Kleine Maus, hier vorne so zwei süße Zähnchen. Frettchen hat mich mal gebissen auf dem Spielplatz. Du das Frettchen oder das Frettchen dich? Ich habe das Frettchen gebissen. Also die einzigen, sag ich mal, das Krokodil reißt andere Tiere und das Frettchen reißt andere Tiere. Vielleicht die beiden hier, beim oder? Faultier weiß ich es nicht. Na, ich dachte jetzt eher so, wenn man Faultier biologisch dran geht. Was ist denn ein Faultier? Blätter? Faultier ist das, was ihm praktisch entgegenkommt. Also
ist das, was praktisch da ist, würde ich meinen. Hast du einfach Pech gehabt, wenn du einem Faultier begegnest, ne? Mach das so. Mach das so, das Faultier macht dann so. Ich. Hab ich dich. Fress. Dich. Was sagst du? Also sagt es mir. Die Anzahl der Zähne, welcher beiden Tiere liegen am nächsten beieinander? Die zwei, würde ich sagen. Frettchen und Faultier. Bin ich bei dir. Liegt ihr falsch, ist die Reise hier zu Ende. Und wir gehen ins Finale mit dem, was ihr habt. Und wir schauen mal, ob das stimmt, ja oder nein. Nein. Es ist falsch. Das Frettchen hat nämlich 34 Zähne. Ja. Und die Maus? Maus hat 16, Faultier 18. Ah. Aber sehr gutes Spiel. Sehr schönes Spiel. Schade. Oh Mann. Scheiße. Egal, komm. This is my quest to find.